Hi, entdeckungsfreudigen Menschen, ich bin der Bruga und dies hier sind die Leute, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bexeking 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XX, Encore 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jules Buck, Leon der Mettler, Markus Eckgold, Mike Kid Chan, Metal Dragoner X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Pat Kadi, Panarek 90, Priest Michi, Pupu Fischpup, Raik Boretzki, Raleon Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Arni und Wölfchen 0909. Jo Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier was ganz anderes, nämlich The Apocalypse of Eden. Eine Mod für Half-Life 2, geht glaube ich so eine Stunde rum und soll an System Shock 2 erinnern, so vom Spiel her und was man da so machen kann. Deswegen, ich bin gespannt, weil ich habe System Shock 2 sehr geliebt. Ich freue mich auch auf das Remake vom ersten Teil. Oder werden wir mal sehen. Begin Report. Operation Deimos. Ja, die Schrift ist sehr klein. Ich bin immer noch krank. Operative M. Hodges ist an die XSS Ecclesiastes angedockt. Oh Gott, das ist so klein. Jetzt vielleicht doch ein bisschen größer machen soll, das Interface. Er wurde instruiert, Kontakt mit der Ecclesiastes herzustellen. Nee, Ecclesiastes. So. Mit dem Hauptcomputer bei seiner Ankunft. Hodges wurde nur mit der nötigen Information gebrieft. Emax wurde instruiert, Hodges davon abzuhalten, Captain Eden zu kontaktieren. Im Glauben, dass er noch am Leben wäre. Der dann vielleicht die Mission gefährden könnte. Die Gesundheit von Captain Eden ist, ja, steht nicht im Interesse der Firma. Emax wird alle vitalen Informationen zurückhalten. Wenn Hodges Kontakt aufgenommen hat. Ende des Berichts. Ja, okay. Ja, das ist ja bei Half-Life-Mods oft so. Die Auflösung definiert auch so ein bisschen die Schriftgröße. Ich habe natürlich eine hohe Auflösung genommen. Sag mal, ich bin ein bisschen hell, ne? Warte mal, machen wir gleich mal besser hier. Die Facecam ist ein bisschen hell geworden. Oh, und ich bin über dem Interface. Dann ist es sowieso ganz gut. So, jetzt passt doch, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ich. In der neuen Wohnung werde ich das mal ein bisschen anders machen mit dem Ausleuchten. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen praktischer. Ein Kaktus. Hauptsache, wir haben Kaktus. Ich laufe ein bisschen schnell, finde ich, aber gut. Ein Access Key. Aber hier eine runtergeladene Notiz. Hodges, wenn du mit der Ecclesiastes angedockt hast, verliere keine Zeit und nimm Kontakt auf mit Emax, dem Hauptcomputer. Du brauchst einen Access Key, um an Bord zu kommen. Verliere ihn nicht, Myers. Mach ich das jetzt zu? Ach, mit Tab. Okay. Okay, es gibt also keine. Docking completed. Welcome aboard the XSS Ecclesiastes. Ecclesiastes. Ja, okay, es gibt leider keine richtige Interface-Bestätigung. Man muss einfach hinklicken, wo man denkt. Ich habe mit der Ecclesiastes angedockt. Ich sollte Kontakt mit dem Hauptcomputer des Schiffs aufnehmen. Und hier. Visitors must wear badge at all time. Okay. Und jetzt? Welche Badge? Wo kann ich hier eine Badge finden? Boah, stell dich mal vor, ihr seid hier auf dem kleinen Schiff und hört die ganze Zeit diese Geräusche. Das ist für mich der Horror. Die Karte wieder mitnehmen, bitte. Geht das? Ah, ich kann den Luftschacht aufmachen. Ich dachte schon, irgendwie muss ich doch da reinkommen jetzt. Das müsste uns ja eigentlich schon sagen, dass hier einiges nicht richtig ist, wenn wir nicht durch die normalen Türen gehen können. Ups. War ich das etwa?
Ich freue mich auf das Remake von System Shock 1. Auf Steam steht es ja schon die ganze Zeit bei, erscheint bald, aber wer weiß. Sollte ja, glaube ich, schon im Januar jetzt dieses Jahr kommen. Sich dann wohl verzögert alles, ja. Ich finde, für eine Half-Life-Mod sieht es richtig gut aus. Also, es sieht gar nicht aus wie Half-Life. Ist da irgendwas runtergefallen? Funken, ja, gut. Also ohne Licht, ne, fühle ich mich ein bisschen unwohl hier. Telefon. Randy. Battery. Ich habe eine Batterie gefunden. Ein Telefon, bin ich bescheuert? Ja, wo? Hier. I've been expecting you, Mr. Hodges. I was contacted by the company and told you on your way. You need to make your way to the science deck. I have a long way for you. Ah ja, gut, also... War das jetzt der Computer? Er sagte, er hat uns erwartet und wir sollten uns auf das Service Deck begeben. Gerade. Das nicht auf. Aber hey, ich muss die Maus mal ein bisschen langsamer. Es ist mir echt viel zu schnell. Tut mir sehr leid, wenn ich jetzt schon im Menü rumfuchtel, aber das ist nur, um euch zu ärgern. Nicht, dass ich besser spielen kann. So, muss ich zwar ein bisschen kurbeln, aber passt schon. Jetzt ist es nicht so wild irgendwie. Als wäre ich... voll auf Koffein oder so. Hat eine echte Tasse und Brandy im Spind versteckt, im Luftschacht. Komm, bisschen muss ich jetzt doch schneller machen. War etwas zu langsam. Ich merke schon, einige sind schon ganz nervös und skippen jetzt schon das Video. Vor allem, weil ich nicht auch gleich durch die grüne Tür gehe. Mal gucken. Observation Lounge. Mit Way Out hört sich bei sowas immer so verheißungsvoll an, aber... Okay, ist doch ganz nett hier. Alles leer. Wein. Hier. Von Wilson an, was? CX Terrier. Mhm. Ich befürchte, dass ich meine Rolle als Exterior Research... es später annehmen kann und es entzieht sich meiner Kontrolle. Aus Gründen, die uns Passagieren nicht klar gemacht wurden, ist der Transport umgeleitet worden. Der Grund ist, dass es eine wissenschaftliche Angelegenheit wäre und als Wissenschaftler ja, bin ich eigentlich, wäre es rational, mich darüber zu informieren. Ich bin sehr froh, oder ich freue mich schon sehr darauf, im Crow Research Team arbeiten zu dürfen. Ich habe mir die Daten angesehen, die sie mir geschickt hatten, und ich denke, meine Expertise im altirdischen, der altirdischen Tierphilosophie, oder Physiologie, könnte sich als nützlich für sie erweisen. Ich sende ihnen einige meiner Forschungspapiere. Oh, die Grüßen Peters, oder Peter. Ja, ich bin mit der Ecclesiastes angedockt. Ich sollte Kontakt mit dem Schiffcomputer aufnehmen. Emax ist mein einziger Kontakt. Wo ist der Rest der Crew? Emax hat den Weg für mich freigemacht. Ich sollte weiter zum Wissenschaftsdeck. Wissenschaftsdeck? Ich dachte so, klar, egal. Habe ich es falsch verstanden? Es gibt eine Keycard unten in der Observation Lounge. Vielleicht kann ich ja irgendwo eine Keycard finden. Also ein Keycard-Schloss. Alles genau absuchen hier. He used only naturally grown coffee beans. Im All. Ja. Machen die. Kein Soy Coffee oder so, ne? Oh, war ich da unten schon. Dicker Teppich. Nee, da komme ich jetzt, glaube ich, hier. Ja. Hinter diese Tür da unten. Wäre cool, wenn ich hier drüber springen könnte, aber es geht wohl nicht, oder? Nee. Aha. Ja, jetzt bin ich hier für immer gefangen, wenn hier nicht eine Keycard liegen würde. Sehr
Captain Jeremy Eden, Commanding Officer of the XSS Ecclesiastes. Why am I recording this? Apocalypse? I suppose, if Exterior ever finally decides to come here and investigate, I would like them to know what happened. I harbor some hope that, perhaps, they will learn the lessons I learned too late. Die Bilder sind auch alle sehr, sehr alt aus irgendwie. Er sagte für den Fall, dass die hierher kommen, um Nachforschungen anzustellen. Sagt er nur, es war zu spät für ihn. Er hofft, dass andere es schaffen werden. Hallo? Da ist sie schon weg, die Karte. War ein bisschen Schiss vor dem, was hier rumrennt. Ich weiß es halt nicht. Listen to me. You have to get off the ship. Now! Yes, I'm talking to you. You have no idea what you're getting involved in. There are things happening here that... Sorry about that. That was just an old recording. Best you ignore it. Ja, es ist schön. Es ist schon wie System Shock 2. Command Deck. Was haben wir hier? Erstmal, hier sind die Türen eh zu. Crewquartiere. Geht aber gar nicht nach oben. Cargo Base. Weggelaufen. Ich frag mich, ob es auch Waffen gibt oder sowas. Oder nur Alkohol. Alkohol ist meine Waffe. Aber diese alten Bilder, ist das nicht ein Schauspieler? Keine Ahnung. Ist ja auch ein ganz netter Stil irgendwie. Es wirkt alles so hypermodern, aber dann auch gleichzeitig so altbacken. Oh yes. Ich sag, im Endeffekt haben wir nur Batterien und wir können gar nicht kämpfen oder so. Alter. Kampf hier eben. Ich dachte, da kommt einer von hinten angelaufen. Vielleicht auch bald. Unheimlich. Ich geht auch nicht von alleine. Ja, jetzt geht's jetzt so. Sam Golding. The Column that Dares, die Kolumne, die sich traut. Und so beginnt es. Meine Reise an die Grenze. Tüchtige Leser werden wissen, dass ich auf einem Kurs bin zum Exterior 581C, Exteriors letzte und größte Kolonie. Oder so zumindest machen sie es in der Werbung den Leuten glaubhaft. Vielleicht, lieber Leser, denkt ihr, ich wäre wirklich gefallen auf das... Oder ich wäre reingefallen auf das Aroma, oder ich habe Geschmack gefunden am Aroma des Reichtums, das hier von Harry Hughes aufgebaut wurde. Um vielleicht verzweifelt die hohen Konstruktionskosten zu rechtfertigen und die weitreichenden Untergrundeinrichtungen. Aber nein, der Grund für meinen Umzug ist das Projekt von Exterior zu untersuchen und darüber zu berichten. Ein Projekt, das Exterior geplant hat, in den Händen eines ambitionierten, jungen Ratsmitgliedes, Woodrow Bell. Okay. Kann ich eigentlich immer nur eins tragen von den Sachen? Ich sehe da keinen Counter bei meinen Items. Da liegt schon mal die erste Leiche. Wenn ihr noch andere Horror-Mods kennt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie nennt. Also egal für welches Spiel. Sollte jetzt halt noch nicht irgendwie was Schäbiges sein, wo man nur rumballert. Da habe ich auch schon einige gefunden für Unreal Tournament und so weiter. Also nee, danke. Das mag ich dann nicht so. Ich mag schon ein bisschen was mit Story und Erkunden. Many crew members have been seeking my counsel of late.
Some of them aren't even a member of my flock. They've been seeing things, strange things. Some are worried they're going insane. Others are convinced it's God trying to communicate with them. I don't know what to say. I urge them to talk to the ship's doctor, but some of the visions that they describe to me, some of them are startling, like the dreams I myself have been having lately. Also er sagte, einige aus seiner Herde haben seit kürzerer Zeit Dinge gesehen. Und er sagt, das hört sich nicht so an, als wären die verrückt, weil er fängt jetzt auch schon an, Dinge zu sehen. Aber hier. Ich muss die Tür mit Strom versorgen, um ins Cargo-Deck zu kommen. Engineering, das ist einfach nicht akzeptabel. Ich habe euch über die Stromausfälle informiert bei diesen Türeinheiten. Und was macht ihr? Ihr verkabelt es mit Batterien. Batterien, die täglich ersetzt werden müssen. Was für Freaks seid ihr denn von Exterior Engineering? Also welche Freaks stellen sie denn dieser Tage an? Ich bin sicher, Captain Eden wäre interessiert daran, das zu hören. Grüße, Lawrence. Okay, ich verstehe schon. Wir brauchen hier noch zwei weitere Batterien. Oder eine. Ich dachte, die sind vielleicht leer, aber nee. Was ist denn mit dem Alkohol? Kann ich den zur Heilung nutzen oder was? Schön mit Alkohol alles betäuben. Klappt auch mit Gefühlen ganz gut. Und bestimmt auch mit körperlichen Schmerzen. Ich warte nur drauf, bis mich was anspringt. Irgendwann muss ja was kommen. Bei System Shock hat es auch recht langsam. Also ich muss sagen, den ersten Teil habe ich nicht gespielt. Deswegen bitte nichts verraten. Aber den zweiten, also den habe ich ja echt geliebt. Habe ich auch mehrmals durchgespielt. Auf verschiedenen Skillungen kann man das ja machen. Ist super geil, super geil. Da wünsche ich mir mal ein richtiges Remake von. Also richtig neu mit... Ja, weiß nicht. Halt so wie Bioshock so ein bisschen. Aber es kommt hier angeblich auch ein neues Bioshock. Habe ich jetzt mal irgendwo gehört. Also richtig mit auf dem Ozean wieder. Rapture. Ich meine, es ist nicht so was wie Infinite, weil das war ja... War okay, ne? Aber es war jetzt so, dass das... Ich habe das Rapture-Feeling vermisst. Da fand ich den DLC wieder ganz geil. Jetzt habe ich verpasst. Ich habe gedacht, das quakt da so rum. Ich mal einen Schluck Wein, ne? Kann ich? Nee. Kann ich mal trinken, wenn ich will? Was ist das für eine Arbeitsmoral hier? Und noch nüchtern muss ich jetzt hier durchs Schiff, oder was? Großer Raum. Habe ich so ein bisschen Angst. Wie wirkt es dunkler als vorher? Hallo? Boop, boop, boop. Oh nein. Oh. Oh, ich habe doch mehrere. Man sieht es noch nicht. Hier los. Ein Klopapierhalter oder ein Hebel. Man weiß es nicht. Le. Diese Beklommenheit, das macht mich ganz verrückt. Ah, eine Druckschleuse, aber für was? Abgesaugt ins All jetzt. Was? Bitte was? Ich hab... Achso, ich wollte gerade sagen, meine Torch... This is the cargo deck. Come across it and follow the signs on the science deck. It's best you don't linger. Danke. Ich sollte durchs Cargo deck gehen, dann komme ich aus Wissenschafts... Wissenschaftsdeck. Was? Exterior Music Box. Party like Harry Hughes.
Das ist mir ein bisschen zu hart, die Musik. Ne, ist mir viel zu hart, kann ich mir nicht anhören. Captain Eden came to see me today. The captain is not a religious man, but he occasionally checks in with me. He's a man that likes his ship to run smoothly. But it wasn't the usual check-in today. He revealed to me that he believes the nebula to be some kind of mind. He thinks it's trying to communicate with us, but we aren't able to understand it. He asked me, could the being possibly be a manifestation of God? Do you believe in God? I asked him. He looked at me, and then left without answering. Okay, er sagte irgendwas, irgendein Verstand versucht mit ihnen zu kommunizieren, und vielleicht ist sogar dieser Strahl. Also dieses Wesen, ist es vielleicht Gott? Und dann fragte der Priester, glauben Sie an Gott? Und habe ich jetzt auf Strahl, das Being, nicht der Beam. Und da sagte er so, ja, glauben Sie an Gott? Und er ist einfach ohne eine Antwort rausgegangen. Okay. Weiß nicht, aber mit Luftschächten fühle ich mich irgendwie ganz wohl. Ich habe schon so viele Spiele gespielt, wo man durch Luftschächte kriecht. Schon ein bisschen geil. Aha. Apocalypse, Part 2. The company rarely issues course adjustments. I've been a captain with the fleet for 15 years, and I can count on one hand the number of times it's happened. Still, I didn't think much of it. Not until I saw the nebula, anyway. The company ordered we hold our position and gather all the data we could. This made no sense at all. Ecclesiastes is transporting crucial supplies, not to mention personnel, to the new 581C colony. Delaying for scientific curiosity is not Exterior's usual MO. Yeah. Er sagte, eine Kurskorrektur ist so noch nie vorgekommen in seinen 15 Jahren als Captain. Und der Modus operandi, also die Vorhergehensweise von Exterior, ist jetzt auch nicht unbedingt hier einfach mal den Kurs pausieren und nach allen Daten suchen, was so geht. 2076 haben wir also. Also mindestens. Kann auch sein, dass es schon ein bisschen älter ist hier. Vielleicht, also ich glaube jetzt kein Jahr, aber 2076 oder die Waldfee. Da werde ich nicht mehr leben, glaube ich. Ja. Wäre ja fast 100. So. Obwohl. Vielleicht. Mal gucken. Ach was. Bin zu ruhig. Wenn ich sprinten könnte, wäre das alles hier ein bisschen cooler. Da könnte ich da jetzt rumparkouren und über die ganzen Container. Würde ich sogar da rüben hinkommen ohne Probleme, aber so. Nee, das wird nicht funktionieren. Oh, ich kann nicht mal hier hochklettern. Ach Mann. Aufzug. Bitte. Keep all limbs inside while lift is in motion. Ah ja gut, also man soll immer alle Glieder im Aufzug lassen. 3500 Kilogramm. Oh. Das ist aber ein ganz schön krasser Lastenaufzug. Some of the ship's systems are starting to malfunction due to the interference from the nebula. Looks like you're going to need to find another way up in the science deck. I'll open up this sector so you can look around. Maybe you can find some other way up to science. Before I do, you should be warned. This deck isn't safe. If you see any crew members, avoid them at all costs. This is for your safety. Cool, er sagte, ich soll mich hier umsehen. Der Lift ist auf jeden Fall kaputt ins Wissenschaftsdeck und wenn ich Leute treffe von der Crew, dann soll ich auf keinen Fall mit denen
in Kontakt geraten. Das ist gefährlich. Oder ich jetzt Bescheid war. Bescheid war. Ja, danke, ich weiß Bescheid. Alles gut. Bescheid. Da rumpelt's schon wieder. Oh, das ist die Treppenanimation. Wir wissen, da oben ist Ende. Auch nichts mehr. Passenger Cabins. Komm ich da nicht her? Da muss ich vielleicht doch wieder hoch. Warte mal, kann ich vielleicht doch hier durch den Luftschacht nochmal? Oder die Tür, ist die jetzt auf? Nee. Zunächst wird es auf dem Cargo-Deck direkt sein, da wo die Container stehen. Vielleicht ist da jetzt eine Tür aufgegangen oder so. Ach, da oben. Ist klar. Ich frage mich, ob die Dinger, was auch immer die sind, auch Leitern klettern können oder so. Hey. Okay. Kann ich rennen? Das finde ich so verstörend irgendwie. Huch. Scheint, als würde alles in diesem Schiff auseinanderbrechen, seit wir in die Nähe von Nebula gekommen sind. Der Kran ist der letzte Zwischenfall oder ist das letzte Opfer, sag ich mal. Wenn nichts gefixt wird, wenn wir zu 581C kommen, können wir nicht die Ladung wassern, sagt man, glaube ich, ne? Also entladen. So. Captain Eden wird nicht sehr glücklich darüber sein, wenn das passiert. Das kann ich dir versichern. Also schau, dass du ihn so schnell wie möglich reparierst. Hier sind die Teile, die wir brauchen. Zwei Powerzellen, ein Standard-Schaltboard. Und alle Teile können in der Cargo Hold 1 gefunden werden. R. Stanley. Hier ist der Kran links, rechts. Ah, okay. Hi. Twitter. Terrier. Er ist ein Terrier. Nein, Exterrier, so heißt er, die Firma. Ich brauche wieder Batterien. Okay, da steht da offline. Warning, Train Controls are offline. Und hier ist das Board, das wir brauchen. Wenn es sonst nichts ist, kein Problem. Ich kann dich ja mit Schnaps bestechen, die Viecher. Wie habe ich den Alkohol? Alter. Oh, dass es gerade gar nicht bedrohlich wirkt. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Keycard für die Cargo Hold 1. Ja, hast du gesehen? Guck mal. Da brauchst du schon ein bisschen Skill, Junge. Von Leiter zu Leiter springen. Alter.
Wie? Oh, der schießt immer noch weiter. Was war das denn? You can hide from enemies in vents. Auf mich geschossen, der Arsch. Ich muss auf dem Klo. Ich kenne sowas wie eine Gebietskarte. Gibt's hier sowas? Auch hier einsperren. Da wieder. Es wäre so gut, wenn ich die einsperren könnte. Schnell, aber nicht sehr schlau, glaube ich. Ja, toll, da hinten geht's nicht weiter, ne? Also, da komme ich nicht wieder hier vorne hin. Macht hier seine Runde die ganze Zeit, oder was? Darauf achten jetzt. Ah! Ich schon wieder. Du Penner. Häng fest. Nein, nein, nein. Oh. Blöder Arsch. Der schießt immer noch auf mich. Okay, ich hab's geschnappt. Ja, ist ja gut jetzt. Die Kackviecher sind aber auch echt schnell. Snatch. Guck mal, die haben sogar eigene Fernseher, Exterior. Was ist eigentlich noch für eine Anzeige da unten neben meiner Taschenlampe? Da ist doch so eine... Sind das Akten oder was? Ich glaube, der hat keinen Bock aufzuhören, mich zu jagen, oder? Alter. Hab ich so da rein jetzt? Widerliche. Oh, Wein hilft mir auch. Also mit Wein kann ich mich heilen.
keine Frage. Hätte man die so schnell machen müssen, unbedingt? Und ein Viecher? Muss das sein? Bye. Das können sie keine Türen öffnen. Mit den Alkohol. Nein. Egal. Wo ist da was Besonderes? Ah. Eine Keycard. Ich hab die Keycard für die Cargo Hold 1 gefunden. WTF. Hier ist Liga. Ja, die machen aber schon, was sie sollen. Die machen mir gerade ein bisschen Schiss, ne? Muss ich mal so sagen. Nö, du sollst da unten lang, nicht hier lang. Arsch. Jetzt humpelt da wieder den Gang so scheiße lang. Komm! Nein! Oh shit, oh shit, oh shit! Warum komme ich nicht zurück? Hier. Hui. Ich mach die Kacke zu. Zum Glück war das nur einer. Ja, Mann, nee, da ist der Control Room. Ach so. So, ach so. Warte, ich muss ganz runter. Alter. Da ist der Cargo Hold. Schon ein bisschen spannend, ne? Hier mal einen Dampf verbrennen, bitte. Aha. Stimmt, sehr gesund jetzt ins Wasser zu springen. Ich auch an die Leiter dürfte ich jetzt nichts, aber ist egal. Okay, das war wirklich nur hier für die Aua. Ja, witzig. Wo soll ich denn dann hin? Geht's nirgends weiter, oder? Assembly Point. Da ist ja... Ah. Der Durchgang ist halt offen. Das
Büro steht unter Wasser, aber die Monitore gehen noch. Guck mal. Voll gut. Richtig schön isoliert anscheinend. Überall diese Bilder, weißt du? My study of the nebula has been diverted by the waves of illness that is spreading through the ship. The medical team are utterly confused, so Captain Eden ordered I help out. Delaying my vital work. I don't know what to make of it. The symptoms are consistent with paranoia. I've also noticed strange growths on many of the patients, but I'm at a loss to establish a causal connection. Eden's convinced it's the nebula, but I can't see how that's possible. Perhaps Eden is suffering from the same paranoia, but at an early stage. Okay, also der Doktor sagt, also Psychiater wohl, so ein bisschen aus wie Nietzsche. Die leiden alle unter einer gewissen Paranoia und ja, bekommen halt langsam irgendwie so Eindrücke aufgezwängt. Sogar der Captain glaubt, es wäre Nebula. Und der Doktor sagt aber, das könnte nur ein frühes Stadium der dieser Paranoia sein. Okay. Dann haben wir schon mal die Circuit Boards. Das Circuit Board, aber ich baue jetzt noch die. Shit. Oh, komm mal, ich kann hier schwimmen. Ganz schnell. Auch die anderen Dingelhopper. Hier noch los. Schächten sprengen, das mache ich gerne. Ist halt sinnlos, aber ja. Hier gelandet, sag mal. Apocalypse, Part 3. I didn't at first associate the illnesses. The cases of psychosis, as we thought then, with the nebula. The sheer number of cases made me order a full system diagnostic. I figured Ecclesiastes' life support systems must be acting up or something, but the reports came back clean. After a few weeks, we had lost enough people that I seriously began to doubt our long-term ability to run the ship. I sent an urgent communique to the shipping controller. I got no reply. Okay. Der Captain sagte wieder mal, dass er denkt, dass Nebula dafür verantwortlich ist, dass hier alles verrückt spielt und dass alle Leute eben so eine Psychose nach sich ziehen da und irgendwie verrückt werden. Ah, guck mal hier, Storage 2. Und er sagt, es wird immer offensichtlicher einfach, ne? Und sie sind bald nicht mehr in der Lage, das Schiff zu führen. Oh komm, ich muss bald mal atmen, glaube ich, ne? Ja, aber ein Schlückchen Alkohol unter Wasser. Oh. Geht ja oft in so Spielen, ne? Wenn du aber trinken bist. Ach ja, das sind die Batterien. Oder eine zumindest. Wenn du aber trinken bist oder so. Oder langsam Lebensenergie verlierst, einfach heilen die ganze Zeit. Einfach heilen. Oh. Komm, so lange war ich jetzt auch nicht unter Wasser. Oh, guck mal, es heilt sich wieder. Eben als ich getaucht bin, war es länger. Finde ich. Im echten Leben geht das leider nicht. Also wenn ihr ertrinkt, ertrinkt ihr halt, ne? Pro-Tipp. Nee, macht das bitte nicht. Hey. Hey, hey, hey. Ich hochziehen. Mal hier lang. Da ist es. Zum Atmen. Es geht nicht. Du kannst kein Alkohol im Wasser trinken. Aber hier kann ich Alkohol trinken, guck. Haha.
Erstmal besoffen schwimmen weiter. Ich will noch wissen, was im letzten Gang ist, deswegen gehen wir da auch noch kurz rein. Ein bisschen Luft. Oh, ganz schnell. Oh, cool. Boah, bis er mal die Öffnung hier trifft. So. Ja, du kannst doch die Treppen hochlaufen, ist okay. Sehr gut. So, überhaupt keine Geräusche, wenn man durchs Wasser schwimmt, übrigens, hört er. Jetzt. Hallo? Oh, mit Duckjumps ging es dann. Alles klar, wir haben's. Was hier? Nee, warum ist da oben Luftschacht eigentlich? Macht mir ein bisschen Angst. Offener Luftschacht. Aha. Two Quarters. Warte mal. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wo war das jetzt nochmal? Hier, ne? Ja. Ja, da war das. Roll Room. Bitte Korn. So. Das ist nicht so nah an den Dampf. Perfekt. Aha. Ja, der Kran sollte jetzt funktionieren. Was? Ich weiß, ich muss da irgendwie rüberspringen, anders geht's aber nicht. Ein bisschen rüber vielleicht. Warte mal, machen wir es mal so. Das muss doch gehen. Wenn ich halt sprinten könnte, wäre das so einfach. Oh, komm schon. Guck mal, ob ich noch was drücken muss. Kann nicht so gewollt sein, oder? Doch. Tatsache. Ich muss mich auch von ganz oben rüber springen. Das könnte doch schon eher klappen. Ich glaube, die Leiter funktioniert gar nicht. Ja. Oh doch, sie funktioniert. Aber ich kann auf dem Stück Geländer landen, was so über... Ja, ist klar. Wiegt ja auch nix. Feder leicht. Ja, ich krieg so ein bisschen Panik hier. Gut, jetzt kommen die ganzen alten Bilder wie aus dem Wilden Westen hier. 1900! Wo sie gerade mal den Stummfilm erfunden hatten. I see you have reached the science deck. Head over to the telepathy labs. I'll explain what you need to do when you get there. Also ich will die ganze Zeit an den Burger denken, wenn ich das Ding sehe. Oh, ich habe wirklich Bock so geilen Gemüseburger. Beyond Burger. Exterior Reset. Es sieht halt total anders aus hier auf einmal. War nett. Leibniz, Newton, Darwin, Einstein, Descartes, Galileo, Faraday und Pascal. Die Wissenschaft bringt uns weiter von dem, was was menschlich ist, in die Regionen der absoluten Necessity. Ja, keine Ahnung. Das ist nochmal Necessity. Ja, in die Weiten danach, so ungefähr. Okay. Main Labs and Storage. Auch schon wieder was, ne? Telepathy Debt. Ja, die Telepathielabore sind verschlossen. Durch kontaktlose Schlösser. Ich muss einen Weg hineinfinden.
guck mal, ich brauche schon wieder 3 Batterien. Das wäre ein Zufall aber auch. Ist doch dunkel hier. Das eine. Ach, ich höre schon wieder rumrennen gleich. Piepsten da so. Bisschen Licht hätten sie ja auch machen können hier unten. Oh, heißer Dampf, cool. Ja. So was bitte nicht. Oh, Transmitter. Brauche ich den auch, ja? Ich habe einen Transmitter gefunden in Davids Büro. Vielleicht kann ich damit in die Telepathielabore. Hallo Andrew. Ich habe dir den Transmitter besorgt, den du wolltest. Ich habe ihn nicht getestet oder so. Aber er sollte funktionieren. Ich habe keine Programme drauf gespielt, aber wenn du ein Programm auf Linux laufen hast, dann sollte es auf dem Device, auf dem Gerät auch funktionieren. Bitte versuch nichts Übereiltes. Rutherford ist niemand, den man leicht betrügt. Dein Freund David. Oder leichtfertig übers Ohr haut, so. Das wird besser passen. Es ist weitläufig hier. Ich die Tür wieder zumachen, ne? Scheiß, dann kommen sie gleich wieder, die Viecher. Ich sag euch, die Batterie, die liegt viel zu gut da, um wahr zu sein. Und direkt hätte mir was angerannt, wenn ich die jetzt nehme. Ja, bewusst. Ja. Und das ist eine Sackgasse. Ah! Oh. Ich muss es bestimmt nur abhängen. Frage, ist das so gut, dass wir jetzt hier Strom haben, oder? Den kann jetzt auch hier durchlaufen. Viel dazu. Oh nein, es geht noch viel weiter hier. Ah, ich dachte, ich bin vielleicht bald mal fertig auf dem Deck. Aber nein. Geht dann da vorne. Ich muss mal ein bisschen mit den Batterien, oder? Weiß nicht mal, wie viel ich habe.
der Weg jetzt hier einfach. Nur um hierher zu kommen. Für Alkohol. Apocalypse, Part 4. With Exterior providing no help, I was forced to turn to my own science team. Luckily, 581C is getting an unusually well-funded research operation, so Ecclesiastes is filled with top talent. Dr. Rutherford showed me the readings coming from the nebula. Whatever it is not just a mass of gas in space. I asked if the nebula might plausibly be exerting influence on the ship's crew. When Rutherford said that it was possible, I ordered the immediate withdrawal from the area. Ja, der Captain vermutete, was ready to... Ah! Sehr gut, ich hab den Hacking Unit. Ah, ich hab den Transmitter programmiert, damit sollte ich jetzt das kontaktlose Schloss öffnen können. Der Captain hat vermutet, dass es sich bei dem Nebula vielleicht um eine Gasmasse handeln könnte, die die Crew beeinflusst. Und er hat das auf jeden Fall bestätigt, der andere. Und dann hat er gemeint, so schnell wie möglich davon abziehen. Aber war wahrscheinlich zu langsam. David, das arrogante Stück Rutherford wollte mich nicht in mein altes Büro zurücklassen. Nicht mal meinen Schreibtisch ließ er mich leer räumen. Er sagte, nur die, die in die Telepathieprogramme involviert sind, dürfen rein. Diese Arschlöcher haben sogar ein neues kontaktloses Schloss installiert. Hör mal, ich habe ein Programm dagelassen, das das Schloss knacken kann. All diese kontaktlosen Schlösser haben dasselbe System und ja, kann man einfach ausnutzen. Ich brauche nur einen Transmitter. Du bist gut in Elektronik, kannst du vielleicht einen zusammenbauen? Andrew. Nicht, dass das ekelhafte Vieh jetzt hier rumrennt. Dann aber nicht hochzukommen. Da liegt ja noch was. What is mankind's worst attribute? Cruelty? Hate? No. Mysticism. A man of science, of rationality, looks at the unknown not with fear, not in worship, but with curiosity. He seeks to break the unknown down, analyze the pieces, build a coherent model. Mystics. And this ship is apparently full of them. Embrace their ignorance as though it were virtue. They have no place in the modern age. Okay. Er sagte, man soll sich den Mystizismus verschreiben, denn das wäre so das einzig Richtige. Mal wieder. Take a moment. Take a deep breath. And relax. You're safe here. This area is completely isolated. When you've got your bearings, head over to lab number one. Okay, ich sollte nach in Labor 1 gehen. Er sagte, hier bin ich komplett sicher. Alles ist isoliert. Das möchte ich aber bezweifeln, weil ich habe die Tür aufgelassen. Das Vieh muss keine Türen öffnen, um hierher zu kommen, übrigens. Dr. Rutherford, ich habe das hier des Opfers studiert und habe Ihnen die Scans geschickt. Ich denke, ich kann erklären, wie diese telepathischen Effekte funktionieren. Ich habe eine lange Version an die E-Mail angehängt, aber um es zusammenzufassen, die Strukturen des Hirns des Opfers haben sich geändert. So, dass sie nicht nur die Wahrnehmung einfangen, wie ein regulärer, das Wahrnehmen, was alle Menschen wahrnehmen. Um es krude zu sagen, sehen sie in den angehängten Details. Sie haben auch noch ein neues Projekt, Consciousness, also Wahrnehmung. Ich bin sehr versucht, die finale Phase der Transformation zu sehen, wenn es denn eine gibt. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Ihr Freund Dr. Wilson. Ah, ihr seid ja cool. The physical progression of the illness is fascinating. It seems to affect some members of the crew more than others, but I can't find the commonality. The worst affected are confined to one part of the ship, and none have previous afflictions or conditions that would explain what I'm seeing. It's most peculiar. The physical deformities are rather horrifying. My most progressed case looks almost inhuman. His appearance has degraded so much. Even
wants a cure, but I can't even establish a cause. Okay, die haben das erforscht, die Arschgeigen. Also die sind wirklich aus wie Vögel und haben dann... Also die Hände haben sich auch zurückgebildet zu solchen spitzen Knochen halt. Damit sie dann wahrscheinlich die Leute aufspießen. Oh, ich hab noch rumgefunden. Sag den Alkohol hier einsacken, ne? Dr. Rutherford hat eine E-Mail rumgeschickt, um Freiwillige zu suchen für das Telepathie-Bridging-Experiment. Ich bin skeptisch, was das ganze Bestreben angeht. Sein Kontakt bei 581C, Dr. Wilson, hat viel, die ganze Schwerstarbeit geleistet bei diesem Projekt. Es ist unbestreitbar, dass Wilson brillant ist, aber wer will es riskieren, seine Gedanken zu verlieren? Oder seinen Verstand zu verlieren, wenn Wilsons Berechnungen akkurat sind, Dr. Murphy? Ja, ich auch nicht. Wenn man jetzt seinen Verstand irgendwie verschmelzen könnte, das ist doch scheiße. Warum? Was bringt das vor allem? Da bist du doch gar kein individuelles Wesen mehr. Da bist du ein Kollektiv. Ja, hi. Hab dich ja vermisst. You've probably noticed that things aren't quite right on board this ship. Ecclesiastes made contact with the nebula deemed by the company to be of significant scientific interest. The company has reason to believe that this nebula is some kind of sentient being with incredible powers. Unfortunately, first contact was catastrophic for the ship and crew. The company believes the whole affair to be a misunderstanding, and it believes that it has devised a way to communicate with the being. The approach has need of a functional human mind to act as a kind of channel. That's where you come in. I have a message to deliver to the creator on behalf of the company, and you will be the conduit through which it is delivered. You won't have to do anything. Just sit on that chair, and I will begin the interface. The company's top scientists believe that you shouldn't feel anything while the communication is taking place. Suffice to say, the company will compensate you generously for your contribution to the future of humanity. Was spinnst du? Er sagte, man hat ja schon gesehen, was? Focus on Dot. Er sagte, ich soll mich hier hinsetzen und die... Wenn sie an mir was durchführen und nichts gegen machen. Und die Firma wird es auf jeden Fall zu schätzen wissen. Dr. Rutherford, ich bin, ich befürchte, es hat keinen Sinn. Zu lange Aussetzen an Nebula hat die Gehirnstruktur der Crewmitglieder auf diesem Schiff verändert. Das Gerät ist ein, ja, ist ein Deprogrammierer. Designed, um... Für typische Menschengehirne. Es tut mir leid. Ich denke, ich kann das Gerät kalibrieren in einer speziellen Timeframe, Dr. Murphy. Ja, toll. Soll ich jetzt diese Prozedur mit mir durchführen lassen, oder wie? Wenn das nicht klappt, bin ich tot. Und alle. War's dann. Komm, ich mach's. Was bleibt mir sonst alles übrig? Konzentrieren Sie sich auf den Punkt. Was? Ich will aber nicht. Plötzlich sind wir in Tron. Use medkits and alcohol to restore health. Oha, sind wir jetzt wirklich in so einem virtuellen Raum wie in Soma? Eine virtuelle Welt? Unser Verstand? Ach nee, Bridging! Es ist nicht, dass zwei Verstände miteinander gekoppelt werden, sondern dass man halt wie ein Soma, dass das gesamte Wesen des Menschen hochgeladen wird in eine Datenbank. Das ist die Musik hier. Die Liedhorn. Eng, eng, eng. Klar. Dies ist Kunst. Wertschätzen Sie Kunst. Ja, die Griechen. Ja, die Hobbits. Die Zwerge. Nein.
Trenches oder was hier? Krieg? Ba 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 bam bam. Bam bam bam. Nee, finde ich nicht schön, sowas. Aber wie gesagt, für eine Mod, ne? Ist schon geil. Oh, it's the Nebula. I understand now. Your species, your company wants to form an alliance with me. To use my power to extend its presence across the galaxy. But I've seen more than that in your mind, Hodges. I've seen your people's history. I've seen what can only be described as its wickedness. Wickedness even when judging by our own species standard. Your vessel has been a curiosity to me. But until now, your culture was beyond my understanding. Your words, your symbols meant nothing to me. Now that I see, I want nothing more to do with your vile species. Er sagte, we will merge, but not on your terms. I will absorb your vessel and the souls within. That will be the only alliance between us. Upsie. Ja, es sagte, es will eine Allianz. Warte ganz kurz, ich muss kurz. Warte jetzt weiter, Pingeling. Er sagte, ja, okay, er sagte, wir wollten eine Allianz mit ihm und er sagte, er hat unser Wesen noch nicht verstanden, unsere Sprache, die Schrift und so weiter. Jetzt aber versteht das und er sagte, er möchte mit uns schmutzigen Kreaturen nichts weiter zu tun haben. Er wird uns in sich aufnehmen, aber das war's auch. Oh, thank goodness. You're alive. I tried to contact you earlier, but that damn AI blocked me. Primary intelligence is offline now. I have been watching you on the internal sensors. I've watched the company stringing you along with the help of Emax. It's okay. You were kept in the dark, just like I was. I've read Emax communication logs. It received orders from Exterior to have you make contact with the Nebula to negotiate some kind of arrangement. Look, we've both been played like pawns here. There's still a chance for you to get out of this alive, but you need to get the ship's engines going, turn the ship around, and get the hell out of here. One step at a time, though. Head to engineering. Alles klar. Weil er hat doch schon das ganze Schiff eigentlich übernommen, der Nebula. Welches Engineering? Was ist das denn? Hier der Aufzug. Das geht doch schon ein bisschen länger, als ich dachte. Ja, okay. Das ist also. Ich dachte, er wollte die Erde jetzt übernehmen, aber nein, es geht nur um dieses Gefährt. Aber im Prinzip sind nur noch Eden und wir übrig, oder? I'm sorry I got involved in all this too. From the control room you can activate the core. That'll power up the ship's engines. Alles klar, wir sollen in den Engine Room, wie gesagt, wieder Strom bringen auf die Triebwerke und dann umdrehen und nichts wie weg hier. Okay. Das war überraschend.
Alkohol. Alkohol. Die Kristalle. Alkohol. Apocalypse, Part 5. Exterior finally breaks its radio silence to send an emergency broadcast. They ordered our immediate return to the nebula, insisting it was of utmost importance. I refused at first, but Woodrow Bell, one of the top shareholders in the company, and newly appointed managing director of 581C, contacted me directly. He said that were I to continue to violate corporate orders, I would be stripped of my commission. If I had known then what I know now, I would have happily handed my own commission back. Ach, oben sieht man, also unten sieht man, wie viele Items ich habe, habe ich gerade gemerkt. Achso, der Captain sagt übrigens, er hat sich erst geweigert, auf Nebula zuzufliegen, aber dann war es wohl Befehl und hätte er nicht ausgeführt, hätte er seinen Kommandoposten verloren und er hat gesagt, so, ja, hätte er lieber mal seinen Posten verloren. Also dieses verdammte Ding reinzulenken. Hier. Der Korn. Accountspeicher. Alter, warum ist es riesig hier alles? Ich dachte, das wäre schon eine Station, aber doch nicht so groß wie ein ganzes. Weiß ich nicht. Radio Status, okay. Ist ja nicht nur eine Station, das ist hier so groß wie eine Stadt fast schon. Und ich war noch nicht mal in den Wohnquartieren. Doch, waren schon in den Crewquartieren. Und es sind noch andere Leute geben, normale Arbeiter und nicht nur Crew, also Leute, die sich hier mit. Also auch Wissenschaft, und es kann ja nicht diese kleine Wissenschaftslabore geben. Es muss auch Leute geben wie Hausmeister oder sowas, verstehst du? Also Leute, die, oder Köche. Ganz normale Menschen eben, keine Firmenangestellten. Servicekräfte, Putzleute, ne? Wird ja nicht irgendwie durch Roboter durchgeführt, sieht man ja. Jordi. Jerry, von dem, was ich... Was? Von was ich, dem, was ich bei Eden sehen kann, habe ich. Was? Also, was ich so in Eden sehen kann, haben er und ich denselben Feind. Sam Golding. Golding wurde am Leben erhalten durch den Eingefallen von verschiedenen Ratsmitgliedern. Alte Männer von einer Welt, die nicht länger existiert. Eine Welt von persönlicher Freiheit. Oder. Ja, Liberty, Freedom of Press, ja, Freiheit der Presse und allen Arten von aussortierten Konzepten. Sie sehen Goldings schweiferische Anti-Exteria-Schriften als notwendige Komponente für zivile Gesellschaften. Aber nicht ich und auch nicht du. Wir sehen in ihm den Pfad für ja, die Unordnung, Anarchie und Rebellion. Ist es dann nicht unser gemeinsames Interesse, dass wir es nicht schaffen zu Exterior 581C? Wir sollten uns darum kümmern. Woodrow Bell, Managing Director, Exterior 581C. Okay. Aha. Rum auf dem Klo saufen. Nicht, dass die Dinger mal in die Luftschächte können irgendwann. Dass es eine neue Art gibt oder so. Gehört. Wie ich es abknallen könnte oder so, weißt du? Was soll das denn? Endlose Räume und Schächte. Wäre ich nicht schon verwirrt genug, ne? Ich wette, das ist noch später wichtig, diese Exterior Power.
die ganze Zeit irgendwie so ein Problem mit meiner Facecam. Das nervt mich. Jetzt habe ich wieder so wenig Kontrast. Wie gesagt, in der neuen Wohnung leuchte ich dann besser aus. Ich hoffe, das klappt alles gut. Den Alkohol und weg hier. Im Serverraum. Das Blut. Na dann. Jetzt nachgehinkt. Das ist viel zu viel hier. Das ist einfach viel zu viel. Komm auf einmal von so kleinen Arealen in so ein riesiges Areal. Macht doch keinen Sinn. Jetzt schon wieder. Wir müssen die coolen Tanks im Generatorraum schon wieder austauschen. Warten, Level 0, vielleicht haben sie vielleicht Ersatzteile. Für Ebene 0. Ah ja. Apocalypse, Part 7. How foolish we were to try to reason about the being in the nebula as though it shared our passions, our sensibilities, our morality. It reasons, but not as we do. It clearly has some kind of intelligence, perhaps even a mind, but it's quite unlike ours. Man is naturally inclined to certain morals and preferences. In this being, we see that these are our preferences imposed upon the universe, rather than the universe imposing them onto us. Ja, okay, er sagte, wir haben versucht, Gemeinsamkeiten zu suchen mit dem Ding, mit Nebula. Und es scheint auch sowas wie einen Verstand zu haben und sowas wie Vernunft, aber... Ja, es hat ganz andere... Was ist denn hier? Coolant. Ah ja. Ach, hier brauche ich so... Es hat aber ganz andere Vorstellungen von Vernunft oder von Gründen, wie als wir jetzt haben. Wo ist das kleine Arschloch? So. Mal auf die Ebene 0, hä? I thought Eden irrational when he first suggested the nebula was causing the growth on the crew. And now, the ship too. Tumors are appearing throughout the ship. Crystals too. Which emit strange pulsing sounds. I don't have any evidence. And what is a man of science without evidence? But I think Eden was right. The nebula, or something inside of it, is transforming us into... what I'm not quite sure. Okay. Er sagte, erst wollte er Eden nicht glauben, aber... es tauchen überall Tumore auf, oder diese Pilze halt, Kristalle und so weiter, und Eden transformiert sie in irgendwas... Er ist nicht ganz sicher. So ein bisschen Kultur, ne? Und dann Bilder von zwei weißen Kerlen. Man kann sich auch Hühnernudelsuppe auf dem Arsch tätowieren lassen, kein Problem. Ist dann halt scheiße, aber kann man machen. Das Ganze kann verstanden werden als... Was? Can be understood is not... Achso. Das Ganze, das so verstanden werden kann, ist nicht das Durchhalten oder... Das Ganze wieder rückgängig zu machen, der Name kann nicht benannt werden. Ist nicht der... Halt die Fresse. Das war einfach nur... Nee. Okay.
Und dann wieder sowas hier. Recognizes 18 religions. Letter. Das ist da bestimmt hier. Ah! Der gute alte Kloalkohol. Manche Dinge sind unter unserer Kontrolle, während die anderen nicht unter unserer Kontrolle sind. Unter unserer Kontrolle gibt es die Konzeption, die Wahl, das Begehren, die Aversion und in einem Wort alles, was uns selbst bestimmt, was wir selbst tun. Nicht unter unserer Kontrolle sind unser Körper, unser Eigentum, unsere Reputation, also unser Ruf, unser Büro und in einem Wort alles, das nicht unser eigenes Schaffen ist. Oh nein. Weiterhin sind die Dinge unter Kontrolle bei der... Ja, bla, komm. Philosophieren hier. Wo sind wir denn? Wir stehen kurz davor, alle ausgelöscht zu werden auf diesem Schiff. Die paar, die noch leben. Muss ich mir noch sowas jetzt nicht durchlesen. Im Wesen des Seins, oder was? Bitte. Beherrscht euch mal. Auf einmal voll japanisch alles. Mit Papierwänden und so weiter. Warum? Wollt ihr einfach nur protzen? Oder hat jemand irgendwie so ein Fable für sowas gehabt? Ja, bestimmt. Diversität. Ein schwarzer Asiate. Deswegen hat er immer hier die Papierwände hochgezogen. Eigenhändig. Nix. Es ist halt einfach zu viel. Aber hier. Nimm doch die Batterie. Oh nein! Arschloch! Krieg erstmal einen. Noch einen. Alter, er verfolgt mich ja die ganze Zeit und schießt auf mich. Muss mehr trinken! Bleibt einfach stehen, die blöde Kuh. Hier rum haben wir doch. Hier, komm, sag was bitte rum. Oh. Stört ihn auch gar nicht, dass ich angeschossen wurde. Ich würde das schon ein bisschen stören. Er trinkt einfach nur Alkohol, ist gut. So. Ich kann die doofe Taschenlampe vielleicht auch mal auslassen. Aber war das nicht hier? Muss ich wieder hochklettern. Ist alles nur Staffage hier aus. Das ist halt alles Quatsch, guck mal. Kann man nichts machen. Du brauchst einfach nur das Item und dann ist gut. So. Ich nehme jetzt schon 90 Minuten auf. Mal sehen, was ich rausschneide. Wahrscheinlich gar nicht so viel. Also freut euch. Abendfüllender Spaß mit Vogelköppen. Hier war es, ne? Wie gut, dass ich so ein gutes Orientierungssystem habe. Ich würde schon sagen, ne? Also ich bin gar nicht so schlecht im Orientieren. Oh rein. Also bestimmt rüber und dann, ja. Hallo? Lass das Ding mal da reinklatschen, bitte. Ist woanders? Oh nee. Mach es doch! Replace the coolant. I can find coolant at the parts department in the lower decks. Was ist denn das Problem mit dem Coolant? Es ist doch alles noch lecker hier. Ist doch voll, oder? Jetzt aber auch nicht entfernen.
Das ist bestimmt noch hier ins Chemical Lab. Ja. Sehr gut. Hab den Coolant. Oh nein. Oh, da kommt es wieder entgegen. Oh, nicht schießen. Au. Okay, geschafft. Jetzt zurück. Ah. Ja, cool. Was haben wir jetzt? Generator ist powered up. Jetzt sollten wir in den Control Room, um die Maschinen zu reaktivieren. Alles klar, dann machen wir das. Ich hoffe jetzt nicht, dass wieder so ein Vieh herumrennt. Es ist eigentlich total unmöglich, dass es hier rumrennt. Aber man kann ja nie wissen. Der Maschinenraum war, glaube ich, auf dem höchsten Deck hier, oder? Offline. Bam. Engine power. Fantastic job. Come on up to the bridge. Active. Ich sollte dem Kapitän auf der Brücke begegnen. Die Brücke. Mando-Deck. Ist doch gut an. Uiuiui. Ich hoffe ja, der Captain ist cool und nicht irgendwie auch schon... Ist Reverend Walton? In my many years of pastoring, my faith has never wavered. Even amongst we men of cloth, this is unusual. However, when a colleague says something to praise me for my steadfast faith, I ask him, is a tall man to credit for his height? God has chosen me to be faithful, has chosen not to test my faith. I'm not sure that's something I can take credit for. Okay, er wurde ausgewählt, dass sein Glauben getestet wird von Gott, bla bla bla. Aber jetzt auch nicht hier, weil ich mal was getrunken. Laber ja schon fast 2 Stunden. Mal was trinken. Oh, oh nein. No! Don't come any closer. I don't want you to see what I've become. I'm not the man I once was. I have failed my crew. But I won't fail you. Too many good men and women have died already because of the company's short-sighted actions. You need to use the helm control on the bridge to steer the ship out of here. With the engines up and running, you should be able to pull Ecclesiastes away from the nebula. But you need to hurry. The nebula's slowly pulling the ship into itself. The ship's structural integrity is weakening. We don't have much time left. Okay, der Captain hat sich schon verwandelt und er sagte, wir sollen auf die Brücke und das Schiff rauslenken, weil Nebula zieht uns langsam in sich rein. Oh shit. Und, wo sind wir jetzt hier? Ist das nicht... Ah ne, Con. Ich dachte schon Com für Communications. Ne, ne. You'll need to burn a navigation disk and mount to the helm control. You'll be able to burn a disk down in cartography. Na toll, jetzt muss ich auch noch in die Cartography. Geoff, wir haben das halbe Brückenpersonal verloren. Bald schon... sind wir nur noch eine Skelettencrew. Oder Skelettcrew. Keine. Egal was wir machen, wir werden nicht wieder zurück aus diesem Nebula kommen und unseren ursprünglichen Flugplan einhalten, wenn die Navigationsoffiziere ja nicht mehr verfügbar sind. Geh rüber zur Kommunikation und sie sollen die Navigationsdisk reparieren. Hier ist wieder so ein Vieh unterwegs. Oder der Captain kommt gleich. Jetzt los. Ich hoffe, es ist ein Ladescreen. Ja.
Tempo. Der Mess war in der Gude. 1,50 die Flasche. Mit Schraubverschluss. My body is almost unrecognizable. My mind is failing. What I am becoming, I do not know. Yet I am strong. Because even as my earthly form crumbles, God stands protective of my soul. I will soon depart this life to await my eternal one. To this nebulae creature, whom God has created for reasons known to him alone, I do not bear a grudge. What harm has it done me, really? It has merely hastened my meeting with the Supreme One. Okay, er sagt, er wird sich bald auflösen, sein ewiges Nachleben, seine ewige Seele wird dann seinen Körper verlassen. Und er sagt ja, was hat diese Nebula-Kreatur aus ihm gemacht? Er ist ja aber nicht mal böse und bla bla bla. Diese Plage oder was auch immer für ein Wort sie bevorzugen, hat die Crew befallen. Ja. Manche mögen denken, es ist eine weise Voraussicht, dass man etwas Abstand zwischen uns und die Nebula bringt, aber unser weiser Captain hat eine bessere Idee. Masken, Sicherheitszonen und Missinformationen verbannen. Ein wirklich wahrhaftig großer Verstand. Ich will nicht noch mehr lesen jetzt oder hören. Apocalypse. Part 8. The visions I've been having of late. I struggle to put them into words. I've seen other worlds. With beings whose constitution is both amazing in their complexity and disgusting in their ugliness. I don't know what to believe anymore. About man's place in a universe where such things exist. Most of my crew are dead. Or worse. To call what remains human. They slumber on the ship, deformed and deranged. Their power of speech is gone. Instead, they make the most guttural, horrible sounds to communicate with one another. I know I myself am changing. I try to cling onto my humanity, but... Ja, er sagte, alle verändern sich und... Oh nein, da war wieder eins. Und er versucht sich nur an seine menschliche Form zu klammern, so gut er kann, aber es wird ihm auch nicht mehr so lange gelingen. Da rennt es irgendwo rum jetzt. Ja, und diese ganzen Verwandelten, die machen einfach nur noch... Achso, ja, und er hat noch verschiedene Welten gesehen. Die waren gleichzeitig sehr komplex, aber auch teilweise so hässlich, so abgrundtief hässlich. Und alle, die verwandelt sind... Das sind jetzt einfach nur noch irgendwelche primitiven Wesen. Oh. Was? Ich muss einen neuen NAV-Disk eingeben. Willst du mich jetzt verarschen? Ja. Auf jeden Fall haben sich die ganzen Menschen so verändert. Und er will das nicht. Er weiß, er ändert sich, aber er will das eigentlich auch natürlich nicht. Disturbed me as I was collecting crystal samples. He asked if he could be of any assistance. As politely as I could, I said that this was a job for science and suggested he get back to writing sermons about God. Why exterior-based fools like him, I will never understand. Okay. Brother Ward hat irgendwas... irgendwelche Forschungen angestrebt und der Priester fragt, ob er helfen kann und er sagte, Herr, wie kommt er darauf? Oder lieber seinen Sermon schreiben, was?
Fischalignment. Oh nein, da hängt ein Kristall fest. Fischalignment Mechanism is jammed by crystals. Eine Karte. Steven, wir können eine Nachricht zum Exterior durchgeben, weil ja, unsere Schüssel, die Radarschüssel ist nicht richtig ausgerichtet. Wir können sie nicht zum X-Net transferieren und leider haben wir nichts, was wir tun können gegen diese Fehlstellung, da sie von verdammten Kristallen blockiert wird. Ich habe alles versucht, was ich mir nur ausdenken konnte. Ich habe sogar versucht, so ein Schweißgerät zu nutzen, aber nichts hat sie bewegt. Martin im Botanischen arbeitet an etwas, das vielleicht erfolgsversprechend sein könnte. Wenn ich nicht bald zurückkomme, wenn du das liest, dann, ich bin beim Senior Staff Briefing beim Kommandozentrum. Dann nimm diese Keycard von meinem Schreibtisch und gehe zu Martin. Wir müssen die Schüssel so schnell wie möglich wieder zum Laufen kriegen. Okay. Kommt das Vieh wieder. Einfach durchlaufen, so schnell wie es geht, ja? Aha. Hallo? Das Wachstum durch die Ecclesiastes ist extrem problematisch. Die Schiffssysteme werden durchwachsen und wir finden keinen Weg, sie loszuwerden. Zumindest bis jetzt. Hat sich herausgestellt, dass der Schlüssel zum Problem ist. Dank an Woodrow Bell, dass das ganze Schiff. Okay. Wir haben das Schiff Kakti für die 581. C-Kolonie beordert. Ja, es ist so eine Art, was? Kinship in den Pflanzen. Also so eine Art lebendige Dinger in den Pflanzen. Nun, sie haben, wenn du einen Kaktus kombinierst mit Compound A, dann bekommst du eine Säure, die durch die Schiffshülle schmelzen könnte. Oder sollte. Dankbarerweise wird sie nur aktiviert, wenn sie der Luft ausgesetzt ist. Also kann sie sehr einfach in chemischen Behältern transportiert werden. Ich denke, die Leute in der Engineering wären sehr interessiert an meinem Hund. Okay. Ein Kaktus. Punk. Okay. Das Spiel geht doch länger, als ich gedacht hätte. Aha. Dachte erst, es geht so eine Stunde irgendwas. Wahrscheinlich hat da einfach jemand. Ich gucke mir die Videos ja nicht an. Ne? Ich sehe das immer auf YouTube und denke mir dann so, ja komm, könntest du auch mal spielen. Aber wenn ich dann halt sehe, ja, das Spiel geht so lange, nehme ich auch an, es geht so lange. Aber es ist vielleicht nur eine Compilation und dann schneidet da jemand das ganz wild zusammen. Wie manche das ja so machen, ist halt nicht so meins. Habe ich auch schon öfter mal gefragt, ihr wollt das ja nicht so gerne. Zusammengeschnittenen Kram. Oh, was? Kaktusfarms. Ausgerichtet Kaktusfarms. Hell. Wird hier ehrlich gesagt sowas mit Taschenlampenbatterie kann man einfach auch weglassen, oder? Also mich stört sowas eigentlich immer nur, ehrlich gesagt. Mami. Jetzt muss ich gleich schon wieder die Batterie austauschen und das ist so unnötig.
Okay, Kaktussaft. Dafür. Martin von der Kartografie will Kaktus-Samples, also Proben. Scheiß. Komm jetzt einfach. Ein Schlückchen Wein. Der Ponk macht auch die Flasche noch am Boden, so zack. Wie gesagt, ich glaube, mit Türen öffnen haben die es nicht so, bin ich auch ganz froh drum. Dankeschön. Die attackieren mit Telepathie. Na sowas. Ich dachte, die schießen was auf mich oder schmeißen irgendwie ihre Knochen auf mich. Das hätte ich auch mal früher wissen können. Hätte mich gar nicht so gewundert. Warte mal, die Schüssel. Mal, wo ging es jetzt nochmal? So. Nee, Moment. Ich merke das im... Hier? Nee. War doch da hinten. Und? Brauchte ich ja die Disk. Verdammt. Muss nochmal durch den Ladescreen. Das Vieh rennt jetzt nicht hier rum. Fallen die Radarschüssel. Hinten, ne? Ich will dich theoretisch auch mit so einem Spritzer von dem Gift töten. Einfach auflösen, die Arschbacken. So gleich die Räder mit zerstören, weißt du? Blip, 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 bup, bup, bup. So. Hallo? War das jetzt richtig oder nicht? Einfach wild irgendwelche Knöpfe drücken. Okay. War's wohl. Oh, jetzt aber. Geil, ich hab die Discs. Attention, all personnel. This is an off-main warning. Structural integrity of Ecclesiastes is failing. This is not a drill. All personnel are advised to evacuate immediately. Okay. Beeil mich ja schon. Scheiße, der hat ja gesagt, die Höhlenintegrität ist... Oder wir waren es gerade selber mit der Säure, die brennt sich jetzt schön durch die ganze Hülle. Und saugt unseren süßen Arsch gleich raus ins All. Was ist denn jetzt Kack hier? Oh, tschüss, Nebula! Apocalypse. Final Entry.
Ecclesiastes is returning to the lunar colony. Hodges has mercifully been spared the corruption that befell me and my crew. Exterior's attempt at using the power that resides in the nebula for its own greedy purposes was thwarted. I can only hope it and its executives learn from this. There are powers far beyond what we mere humans can understand, things we should absolutely not meddle with. My crew paid the price for learning that. If the company chooses to ignore this warning, then it will be sealing its fate and that of humanity. This is Captain Eden, commanding officer of the XSS Ecclesiastes, signing off. Na gut, also wir haben sie überlebt, ja, aber er und seine Crew sind dann alle gestorben. Und er sagte, hoffentlich ist es den Leuten eine Lehre, dass man sich halt nicht mit sowas hier einlässt und, ne. Report, Operation Deimos, Abschluss. Die XSS Ecclesiastes ist zurück zur Lunarkolonie zurückgekehrt. Ist zurückgekehrt, nicht zurückgekehrt. Alle Crewmitglieder wurden wohl permanent platt gemacht, incapacitated, und wurden euthanasiert auf die Anweisung von Harry Hughes, der Managing Director. Operative Hodges, wir haben überlebt mit unserer geistigen Gesundheit intakt. Hodges hat ein NDA, also Non-Disclosure Agreement, ne, also Verschwiegenheitserklärung unterschrieben mit Exterior Limited. Operation Deimos wurde gecancelt. Alle Details der Operation sind geheim gehalten oder werden geheim gehalten. Ja, okay. Das war's, Leute. Das war's mit The Apocalypse of Eden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War mal wieder ein sehr langes Video. Habt ihr einiges zu gucken, ne? Auf jeden Fall Daumen hoch und vielleicht was Nettes schreiben. Würde mich sehr freuen. Oder auch, wenn ihr mich im Kanalunterstützerprogramm ein bisschen supporten wollt. Ich ziehe jetzt um. Wird sehr teuer. Und, naja. Aber muss nicht. Alles nur optional. Ich danke euch sehr. Macht's gut. Was Schönes wünsche ich euch noch und ja, viel Spaß beim Gruseln weiterhin bei mir auf dem Kanal, hoffe ich doch. Dankeschön, auf Wiedersehen.